Handaiwe und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir ja auch ein Traumpaar, wie ich finde. Den Theo und die Sophia. Ja, die sind so von ihrem rein Äußeren ja total unterschiedlich und genauso haben sie die Kinder, wobei irgendwie mehr blond geworden ist als rot, ja. Und alle haben von der Haut her auch eigentlich das von der Mutter übernommen, muss ich sagen. Nun gut, also, ich finde, sie sind wirklich ein so super süßes Pärchen. Und ich würde dem Theo jetzt aber trotz allem nochmal sagen wollen, Theo, geh doch mal an die Grenzen trainieren. Ich versuche es einfach mal, er muss es eine Stunde machen. Und die Sophia, ja, die sollte eigentlich, oder eigentlich wollte ich ja, dass wir die Drachenfrucht hier irgendwie mal veredeln. Aber ich glaube, das muss ich mindestens auf 7 oder so sein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Er hat die 8, 4, ne, die anderen haben noch überhaupt, ja, genau 1, 3 und 1. Oh Gott, das habe ich bei euch ja überhaupt nicht reingemacht. Dann würde ich jetzt gerade mal so sagen, so, warte, das kriegt er. Und wenn er dann eben fertig ist, dann soll er das doch mal hier veredeln. Und dann schauen wir mal, ob wir... Ach nee, warte mal. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, oder? Ach, verdammt. Das ist von der Simfrucht. Das ist total falsch. Dann muss ich es irgendwie andersrum machen. Ach, Mist. Verdammt. Ach, Gartenfliegen. Ableger nehmen. Ich muss hier einen Ableger nehmen. Ah, okay. Dann nehme ich da einen Ableger und muss eine... Das hier muss ich dann einpflanzen. So, Moment. Einmal pflanzen und dann das veredeln oder so ähnlich. Wir schauen mal. Auf jeden Fall machen wir auch da das Löwenmäulchen nochmal rein. Und so, du gehst drauf und trainierst. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du eine ganze Stunde trainierst. Während die anderen, ich gucke jetzt echt nicht auf die anderen. Komm, trainiere. Die müssen in einer Stunde in die Schule. Und deswegen, ich spule einfach vor. Ich bin einfach, ich möchte einfach... Dass es dir gut geht und dass du das machst. Dass du das machst. Eine Stunde. Eine Stunde bitte an die Grenzen gehen. Und du bist nämlich schon dabei. Und komm, mach, 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 mach. Na komm schon, das muss doch jetzt, das ist doch jetzt schon eine Stunde, wo er hier an die Grenzen geht. Ich check das nicht. War er nicht energiegeladen genug? War er nicht von Anfang an energiegeladen? War das Thema? Ach, verdammt. Ach Leute, jetzt ist er wieder 5 Stunden, keine Ahnung wie lange. Ach Mann. So, Techtelmechtel, die beste Freunde werden. Ich glaube, ein Techtelmechtel verträgt er jetzt nämlich auch nicht mal. Über die letzte Party reden. Tag verschönern. Was machst du denn mit dem Popcorn hier? So, ich glaube, die Kids gehen jetzt irgendwie in die Schule und ich gucke nochmal nach Trixie, weil die wird ja hier bleiben. Trixie, geh doch mal auch, wenn du schon da unten bist, auf die Toilette. Was war das? Achso, beste Freunde wahrscheinlich. Genau. Genau, beste Freunde mal wieder. Theo und Alexa haben sich aus den Augen verloren, dafür gleichzeitig, okay. So, Tara, wo bist denn du? Tara, warum gehst du nicht in die Schule? Halt. Schule. Achso, ich habe auch noch total vergessen, dass Timo irgendwie, warum auch immer, er ist noch immer Zweierschüler. Ja, er hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Ich muss mit ihm mal ein bisschen gucken, dass er Hausaufgaben macht. Echt jetzt. Und Zusatzhausaufgaben vor allen Dingen. Wann werdet ihr älter? Ich habe überhaupt keinen Plan gerade. Moment. 3 Tage wird Tara und ihr dann ein bisschen länger, ne? 5 Tage, okay. Das irritiert mich noch ein bisschen, weil das ja anders aussieht. Rückzahlung erhalten. Deine Sims haben eine Rabattmarke in Höhe von 1 Simoleons. Sparsam gehen.
Ja, okay. So, Timo, was mache ich denn jetzt mit dir? Nee, du lass das mal mit dem Umarmen und so und du legst dir jetzt hier nochmal ein Disco-Nickerchen. Das hat dir das letzte Mal ganz gut getan. Verdammt. Ich wollte. Oh, Moment, stopp. Warte, warte. Urlaubstag. Du nimmst gerade nochmal einen Urlaubstag und dann noch ein Disco. Ah, und übrigens, die Raummission, das, was wir gemacht hatten, das hatte funktioniert. Das war eine Raummission. Welt, nee, das war eben nicht Weltall erkunden. So, er hat einen Urlaubstag genommen. Ich bin ja fast nah daran, auch ihr noch einen Urlaubstag zu geben. Sie hat ja immerhin auch noch 6 Tage. Ja, komm, warte mal. Urlaubstag nehmen. Du müsstest ja auch um 10. Also komm, ruf nochmal fix an. So, dann isst du das. Na, warum isst du eigentlich Popcorn? Weißt du, wie viel Popcorn bringt? Was? Experimentelle Speise, Essen und Lernen. Okay. Testtag, was weiß ich. Ich habe jetzt da. 169 war die erste Sonate von Tri. Boah, das ist für eine erste wirklich doch toll, oder? Deswegen Trixi. Halt. Ach so, Soziales müssen wir irgendwie gerade noch mal. Dann ruft doch mal irgendjemanden an. Plaudern mit. Oh Gott, guck mal, das ist Tante Elena und Tante Tamara. Und den Olle Eklund. Ruf doch mal den Olle an. Genau, so. Er schläft, ihn lasse ich dann auch schlafen. Und eigentlich möchte sie ja auch was Soziales, ne? Aber ich lasse sie jetzt einfach hier drin Anmachsprüche üben. Warum bist du beschämt? Was war da? Peinlich berührt. Okay. Hier ist jetzt aber gleich weg. So, Trixie. Oh, Cassandra. Siphone Frost. Cinoche. Lombic. Warno Oops. With a charm. Clevite Gamin. Trixie ist total verspielt und das Soziale geht doch wirklich ganz gut hoch mit ihm. Und jetzt, ja gut, ein bisschen wahnsinnig. Und der Wahnsinn kommt halt immer mal ein bisschen durch zwischendrin. Und dann geh doch mal hier runter und das nächste Lied. Und wir nehmen eine lebhafte Tonfolge. Ja, wir müssen hier da im Grunde noch drei noch machen. Aber 169, das ist doch schon mal super. Wie geht's da eigentlich weiter? Okay. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich lasse Tricks jetzt einfach noch ein bisschen da, wenn es für euch okay ist. Und spiele mit ihr auch noch ein bisschen weiter. Die wäre sowieso nicht irgendwie was für. Also für irgendwie, wie soll ich das sagen, für eine Beziehung von außen, glaube ich, hätte sie keinen Bedarf irgendwie. Was ist mit dir? Was machst du? Nee, Jetten. Achso, der fehlt auch noch ein bisschen Soziales. Ach Mann. Guck mal, dann plauder doch lieber auch ein bisschen. Wie sehen die denn momentan aus? Ich weiß gar nicht. Die sehen so komisch aus. Das ist Schala übrigens. Hei, hei, hei. Okay. Guck mal, mit deiner Schwester kannst du ein bisschen quatschen. Mit Elena, die schon Seniorin ist. Du noch nicht? Ich dachte, das sind Zwillinge. Das heißt, oh mein Gott, das heißt eigentlich, dass sie. Ah, okay, aber ich habe noch 5 Tage. Ich habe noch 5 Tage mit ihr. Spaß macht. Das kommt von ihr hier. Wegen Abschluss Seelenverwandtschaft. Ah, okay. Jemine. Und eigentlich, ja, hier müssen wir auch noch inspiriert eine Mahlzeit zubereiten. Aber jetzt ist erstmal der Job wichtiger, glaube ich. So, Theo, bist du wach? Geht's dir wieder so einigermaßen gut? Jetzt bist du energiegeladen? Okay. Dann gucken wir nochmal. Energiegeladenes Training. Ich will es wissen. Ich will es echt wissen. Wie lange muss ich das dann machen, dass ich dann irgendwie an die Grenzen gehen kann? Armer Theo, ich trainiere ihn noch zu Tode. Zum Glück haben wir ja den Timo. Ich will es echt wissen, Mann. Leute.
Sophia ist jetzt dann schlafen gegangen. Okay, dann geh mal richtig schlafen. Was ist denn mit der Wand passiert? Hilfe? Warum ist die Wand weg? Das ist verbuggt. Was habe ich denn hier für eine Wand? Sag mal, das gibt's doch nicht. Die ist total unsichtbar geworden. Okay. Ich glaube, ich muss eure Wandfarbe ändern. Das muss irgendwas mit dem Update zu tun haben. Ja, also ihr seht ja, es hängt noch eigentlich alles da. Ich meine, es sieht irgendwo auch interessant aus, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ihr kriegt einfach mal eine andere Wandfarbe. Einfach ist die Wandfarbe weg. Und ich kann... Ich dachte schon, ich kann überhaupt nicht. Es war, glaube ich, auch irgendwas Blaues. Deswegen... Warum ist denn... Aber da fehlt immer noch was. Was ist denn da los? Seht ihr das? Da ist immer noch... das ist bei den anderen... Doch, das ist auch... Hier ist es auch so ein bisschen... Krass. Das war doch früher nicht der Fall. Oh mein Gott. Was habt ihr gemacht mit dem Update? Oh, ich hab Lücken hier. Und ich meine zumindest, dass das eines dieser Neonfarben waren. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Heieiei. Kann natürlich immer passieren. Trixie spielt als Weiter, das finde ich cool. Oh, nein. Geht es die schon wieder? Ja, shit. Okay, Theo, das wird irgendwie nichts mehr. Soziales. Wir können mal auch ein bisschen plaudern. Ach, und nimm doch die Schala, die mittlerweile auch schon ziemlich alt geworden ist. Armer Theo. Wie alt bist du? 75. Schade, schade. Die sind übrigens ziemlich fruchtbar mittlerweile. Ach Gott im Himmel. So. Eieiei. So, wie viel Uhr haben wir? 13. Also das brauchen wir noch eine Stunde, bis die nach Hause kommen. Okay. Puh. Dann spule ich noch mal ein bisschen vor. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit dir tun soll. Ach Mann, ich wollte das so gerne machen. Sollen wir noch mal nach was anderem schauen? Willst du ein bisschen kreativ werden? Das mit dem Schelm und so, Staatsfeind und so, das ist jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich überhaupt nichts angefangen. Na, das ist irgendwie doof. Das hier geht ja auch momentan nicht mehr. Und essen wollte ich ihm das jetzt nicht noch geben. Wissen wäre das Einzige, was eventuell noch so ein bisschen, ich sag mal, in seine Richtung ginge. Sowas wie Computerfreak. Wobei er dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, muss er dann... Ja, hier die Technik-Guru-Karriere. Wobei... Ja, komm, ach. 5 Stunden Videospiel haben wir schon gemacht. Programmieren. Oh, wir haben nie programmiert. Dann setz dich doch mal hin. Programmier einfach mal. Da bin ich jetzt... Mir geht's zu unwohl. Na gut. Weißt du was? Du machst hier oben einfach weiter auch so ein Disco-Nickerchen. Dann geht's dir irgendwann wieder besser. So, komm mal hoch. Wo ist er denn? Da ist er. Und leg dich mal ein bisschen zu ihr hin. Genau. Und so. Oh mein Gott, ich wollte hier schon wieder Freundschaften schließen. Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt. Soll Timo die Klassenkameraden... Ja, okay. Noah, laden wir ein. Timo hat Tim in der Schule getroffen. Na, das bringt uns sehr viel. Oder wir sollten vielleicht auch einmal... Ja, mal ausgehen mit ihm. Das werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Weil ich weiß noch nicht, ob sie so die richtige Person sein kann oder ist. Ein Geek. Im Grunde würde das passen. Ich meine, die Haarfarbe zum Beispiel, glaube ich, weiß ich noch gar nicht. Doch, die hatte ich vielleicht schon mal, aber ist schon lange her. Sie ist von noch hellerer Hautfarbe, glaube ich. Ja, also sie hat, sie ist aber nicht auf uns eingegangen. Also wir hatten ja mal kurz mit ihr geflirtet und gut, vielleicht waren wir da noch nicht bekannt genug. Das kann natürlich sein. Und dann machen wir jetzt einfach mal hier um Lotusblüten-Aromatherapie bitte. Nein, so gut kennen wir uns auch noch nicht.
So, er quatscht hier so ein bisschen und Terra ist voll wütend. Was war? Der Tag war so scheiße. Na gut. So, Tammy... oh Gott, Tammy, schlafen bitte. So, Trixie, wie geht's dir? Ja, nur soweit ganz gut. Mach mal alles weiter. Sophia, die lasse ich jetzt auch noch ein bisschen schlafen. So, Timo. Ich glaube, wir müssen wirklich mal mit ihm gehen. Wobei irgendwie würden die beiden sogar wirklich zusammenpassen. Rein optisch. Haben sie es irgendwie, oder? Ich weiß auch nicht. Aber so gerade dachte ich mir, es hat was. Ihre Schuhe sind... Ach, guck mal, die stehen irgendwie alle beide komisch dort. Egal. So, von Naturschwärmen. Genau, ich mag ja auch Natur. Und jetzt probieren wir es nochmal mit einem Anmachspruch vielleicht. Der wird eine Massage. Bitten, tiefgründige Unterhaltung. Oh. Bewunderung ausdrücken. Vielleicht sollten wir mal um eine Verabredung bitten. Wobei er halt echt müde ist und eigentlich hygienisch auch nicht so gut drauf. Irgendwie. Da geht sie immer aber zurück. Also da muss ich schon sagen, ich weiß nicht, also das war jetzt hier, glaube ich, beschämt und so. Also das hat ihr nicht so wirklich gefallen, ne? Würde ich mal so behaupten. Könnte ich um eine Verabredung bitten? Ich will eine schnelle Wiedergutmachung. Und hier, so ich ein Kompliment können wir doch machen. Und Respekt zeigen. Und dann würde ich einfach sagen, komm Timo, komm rein, mach eine erfrischende Dusche. Verdorbenes Essen aussortieren und iss mal irgendwas hier aus dem Kühlschrank. So. Oh, hatte Theo eigentlich da draußen das gemacht, was ich gesagt hatte? Nö. Ja, das pflanzen wir und Ableger nehmen. Das war's. Gott, da können wir schon wieder alles alles ernten. Das kann er dann auch schon gleich übernehmen. Ich denke, das ist okay. Und dann vielleicht danach können wir dann Programmieren üben. Vielleicht mag er ja dann jetzt. Ja, super. Dann gucken wir mal, ob wir ihn noch ein bisschen zum Computerfreak hinkriegen. Gott, der hat auch schon wieder 3000 solche komischen Punkte. Na gut, so Sophia. Sophia, du kannst jetzt mal endlich aufstehen. Du müsstest noch ein bisschen Charisma üben, komm. Geh mal in das Bad. Ach nee, warte, wir haben noch hier einen Spiegel. Geschichten erzählen. Ja, das ist es halt, ne? Bleib ein bisschen im Schlafzimmer und erzähl noch ein bisschen hier Geschichten, so komische Geschichten. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Was meint ihr denn zu Noah? Ich weiß noch nicht so hundertprozentig. Wäre sie was oder... Ja, ich gucke nochmal. Ich weiß auch, dass Sunshine mir auch nochmal geschrieben hatte... Was macht sie da? Dass Sunshine mir auch noch geschrieben hatte, dass sie auch noch ein paar Teenies vielleicht in der Galerie hätte. Von daher schaue ich auch da nochmal gerne rein. Und ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.